So, dann begrüße ich euch wieder recht herzlich zu einer neuen Episode von Die Zwerge. Und das letzte Mal haben wir hier eine große Schlacht geschlagen gegen Untote und Orks. Können uns jetzt in deren Blut suhlen, was wir natürlich nicht machen. Ich würde mich nie in Untotenblut suhlen, bah. Aber wir können die Stelle, wo wir die besiegt haben, noch ein wenig durchsuchen. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Betrachte die Untoten. Wollen wir das wirklich? Hier sind überall unsere Gefährten. Hier, dort, da sind auch noch. Die warten nur darauf, wahrscheinlich, dass wir unseren Weg fortsetzen können. Aber ich schaue mich trotzdem hier nochmal ein wenig um. Aus dem Weg! Dich schüttelt es bei dem Gedanken, auch so enden zu können. Du hoffst, dass einer deiner Begleiter Mitleid mit dir haben wird, solltest du auf dem toten Land sterben. Ja, wir sollten eigentlich vielleicht mal eine Untotenverfügung erstellen, dass, wenn wir uns verwandeln, die unseren Kopf abschlagen. Das wäre es doch, wie so eine Patientenverfügung. Gott, die haben die hier wirklich eingesperrt. Halten die wie Haustiere. Da haben wir noch, betrachte das schwarze Wasser. Iiii. Pfui. Je näher ihr dem Pfuhl kommt, desto schlimmer stinkt es nach Verwesung und Tod. Zunächst dachtet ihr, dass es sich einfach nur um schmutziges Wasser handelt. Doch soweit ihr es unter dem Nebel erkennen könnt, wirkt es fast schwarz und hat wundersame Schlieren. Also, so derartig schon, ne? Pfui. Wer weiß, was da unten schwimmt? Ich will es gar nicht wissen. Viel können wir hier aber wirklich nicht angucken. Ich dachte, wir können hier jetzt mal alles durchsuchen. Naja, doch hier. Da ist ein Zettel. Hallo? Lies den mal. Was steht da drauf? Gar nichts. Ich glaube, das bringt alles hier nichts. Ich dachte, wir könnten hier vielleicht noch ein paar Rätsel lösen. Aber wir setzen halt jetzt unseren Weg erstmal fort. Mit dem mutmaßlichen Standort eines anderen Lagers im Gepäck setzt ihr euren Weg fort. Was wissen wir von einem anderen Lager jetzt noch? Und ja, wir mutmaßen das, wie das schon hier heißt. Und ha! Erfahrung rasselt nur so. Ja, Level up. Schön. Ach, die darf sich ja was aussuchen. Die Andokai. Gott, wie die immer aussieht. Die sieht aus, als hätte sie so richtig einen Zorn in den Augen. Aber hier. Heilt? Hier war irgendwas mit heilen. Heilt einen Verbündeten stark. Ah, das nehmen wir gleich. Egal, was das andere war, ich nehme die Heilung. Ration, ja, 21 wieder. Helfen uns für 2 Tage. Ein Goldring haben wir auch. Kommen wir eigentlich hoch zum Vulkan? Gehe zum Feuersee. Wollen wir das mal opfern? Wir haben eigentlich genug Rationen, dass wir nochmal hier... Toll. Da unten ist ein Fragezeichen. An denen sind wir jetzt vorbei, ne? Klasse. Wollte ich da unten überhaupt... Die wollten dahin, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was da ist. Wir gehen mal zum Feuersee. Oder? Das könnte ich eigentlich auch erledigen. Na komm, wir gehen jetzt erstmal zum Fragezeichen. Hier, das Dorf nochmal abklappern. Ja, und ich dachte, wir können uns hier vielleicht jetzt irgendwas kaufen. Wir brauchen noch Rationen. Geralda kann den ganzen Tag über kaum Schritt halten. Und als du sie wanken siehst, gibst du früher als sonst den Befehl, das Nachtlager aufzuschlagen. Alles in Ordnung mit dir? Die Zwergin sieht krank aus. Und da ihr das wohl klar ist, versucht sie es erst gar nicht mit Ausreden. Der Trank, er ist leer. Oh nein. Ich brauche den Trank. Sie schaut dich flehend an, so als ob du ihr helfen könntest. Über die nächsten Tage verschlechtert sich Geraldas Zustand zunehmend. Sie beginnt zu zittern und mehr als einmal erwischst du sie dabei, wie sie in sich hineinmurmelt und verstohlene Blicke in Richtung Andokai wirft. Die Maga behauptet, sie wisse nicht, um was für einen Trank es sich gehandelt habe und warum Geralda ihn brauche. Du glaubst ihr, doch dir fällt auch auf, dass Andokai sich nicht gerade um die Lösung des Problems bemüht. Mir wäre es lieber, wenn die den Trank noch hätte. Vielleicht war es aber auch die blubbernde schwarze Flüssigkeit da, die in dem See drinne war.
oder? Gehen wir nochmal zurück, fischen da ein bisschen was raus. Vielleicht hat es auch einen Placebo-Effekt, oder? Kann ich aber nicht machen, toll. Wir gehen jetzt nochmal zum Fragezeichen. Ich hoffe mal, das bringt wirklich was. Ihr erreicht den Ort, der auf der Karte der Orks eingezeichnet war, und bei dem Anblick, der sich euch bietet, gibt es keinen Zweifel. Hier haben die Allbär ihre Experimente gemacht. Ah, sehr schön. Da wollte ich hin. Haben zwar jetzt schon wieder einen Haufen Rationen verbraucht, aber vielleicht finden wir hier auch welche. Und die schwarze Flüssigkeit von ihr vielleicht hier auch. Zwerge! Oh, ich bin froh, endlich wieder Angehörige meines Volkes zu sehen. Ich bin froh, überhaupt jemanden zu sehen, der mich nicht töten will. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Alba an Zwergen experimentieren. Wo sind die anderen? Sie. Ich bin der Letzte. Mich gibt es auch noch. Du. Du bist also entkommen. Ich hätte es mir denken können. Ach, ihr kennt euch? Du und Geralda. Ihr kennt euch? Sie war schon hier, als ich ankam. Die Albe haben Experimente mit ihr gemacht. Sie haben ihr eine Tinktur aus einem Apparat eingeflößt und danach schien es, als sei sie eine Puppe. Sie musste ihnen gehorchen. Sie bildeten sie in Kämpfen aus und sie konnte Albe-Magie wirken. Ich schwöre es. Aber beim letzten Mal war etwas anders. Sie kämpfte gegen die Befehle der Albe an, köpfte schließlich einen von ihnen. Sie ließ mich und die anderen Gefangenen frei und lief im Chaos davon. Die Albe haben uns alle wieder gefangen genommen. Nur sie nicht. Ja, sie hatte Glück. Hallo? Wo sind die Albe? Oh nein. Ach, vergiss die Frage. Oh nein, mit ein paar Untote im Gepäck. Gut. Den Zwerg befreien wir natürlich, aber zuerst. Die darf ihre Rache nehmen. Wen setzen wir dafür ab? Komm, du kommst mal weg. Den behalte ich immer in der Gruppe. Also, das möchte ich schon. Weil ich finde den Hammer. Der bleibt da drin. So, Rache. Die war ja auch nicht schlecht. Aber wir nehmen jetzt mal unsere Andokai. Die kann jetzt auch heilen. Dann starten wir mal den Kampf. Oh nein, ich habe, glaube ich, Heilung nicht eingesetzt. Ne? War doch so. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich hätte es vorher einprogrammieren müssen. Wir versuchen es mal so. Gegner getötet. Okay, wir müssen einfach... Oh nein. Oh nein, diese verdammten Pferde. Ach Gott. Okay, wenn wir scheitern sollen, scheitern wir. Ja? Wir versuchen es aber auch mal so jetzt mit denen, die wir hier dabei haben. Mit den Gefährten. Und jetzt? Los, schlag um dich. Nein, schlag um dich. Ja. Ha, sehr schön. Du auch? Die habe ich jetzt eigentlich nur dabei, weil sie wirklich ihre Rache mal nehmen soll. Wo ist der Nächste? Irgendwo hier. Da. Zack, 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 zack. Tungdil. Mach die Blatt. Ich hab drauf gewehrt. Chancenlos. Ja? Und ich hab nicht mal ernst gemacht. So. Müssen wir die Pferde auch töten? Ich glaube schon. Die sind aber allerdings ziemlich schwer, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Zumindest nicht einfach. Das war alles? Da ist noch ein Albe. Da ist Andokai. Da ist der andere Zwerg. Was macht denn Andokai da oben? Wenn's sein muss. Ja, vielleicht die tänzelt da oben ein bisschen rum. Wehtun. Wir müssen aber jetzt mal die Pferde töten. Und hier, da sind schon zwei Zwerge dran. Frag nochmal aufs Maul. Hier noch Verstärkung kommt? Weil 30 Gegner haben wir noch lange nicht getötet. Jetzt bin ich aber gespannt. Das war geil. Naja, gut. Boindil haben wir mit umgeworfen. Das war vielleicht nicht so toll. Aber egal. So, das Pferd. Sieht auch gleich. Ja, die sind von unten. Haben wir noch jemanden? Hallo? Komm, wir regenerieren erstmal ein bisschen Lebensenergie. Bleiben wir hier kurz stehen. Dum, 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 dum. Hier ist aber niemand mehr. Außer das Pferd da hinten, das irgendwie festbackt anscheinend. Ja, komm nur hoch. Oder wir kommen runter. Vielleicht bringt's was.
Was mit euch zwei? Ja, zu zweit könnt ihr natürlich nicht durch die enge Tür. So, zu den Pferden. Da oben sind noch ein paar. Ah, okay, okay. Alles klar, wir müssen uns hier nur ein bisschen umsehen. Und da kommen sie schon wieder. In Scharen. Und was machen wir gegen Scharen? Berserker-Modus. Und nochmal. Und oink, oink. Ziemlich geil hier gerade der Kampf. Ich glaube, die Gruppe ist auch so von der Zusammenstellung her gar nicht mal so schlecht, habe ich das Gefühl. Wir kommen hier ganz gut durch. Aber wirklich. Ich hätte gedacht, es wäre schwerer. So, super. Das klappt besser, als ich gedacht hätte. Muss ich ehrlich zugeben. Sehr schön. Erledigt. Und hier nochmal. Gettenblitz betäubt. Darf sie auch nochmal. Boingil wollte ich sagen. Doch, da ist Boingil. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Na, hier, nehmen dies. Jetzt haben wir gleich 30 gekillt. Das war aber jetzt einfach. Wo ist der Nächste? Ich hätte gedacht, mit dieser Gruppe wird es schwer, aber toll, das haben wir gut geschafft. Sehr schön. Und keiner ist wirklich dem Tode nahe gewesen. Dieses verdammte Pferd, das hält eine Menge aus. Das zögert das dann doch noch ein bisschen raus. Schluss damit! So, einer fehlt noch. Ich hatte gehofft, nach Grünhain nie wieder einen Nachtmahr zu sehen. Zum Glück waren es zwei. Sehen wir uns um. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende oder wir finden etwas über den Trank heraus, den Geralda braucht. Genau, das ist wichtig. Das möchte ich jetzt auch mal tun. As God as it gets. Errungenschaft freigeschaltet. Wahrscheinlich kann er nicht höher werden wie Stufe 10, oder? War er schon Stufe 10 immer? Naja, gehen wir mal weiter. Yeah, den finde ich ja trotzdem noch klasse. Aber dem umgibt irgendwie so ein mysteriöses Geheimnis. Ich hoffe mal, das finden wir noch heraus. Drerun oder Djerun. Djerun kämpft sich durch seine Gegner und verursacht bei jedem in seinem Weg viel Schaden. Oder das hier, der Totenkopf. Gegner in seinem Umfeld erhalten viel Schaden. Dann bekommen sie Panik. Wir machen das hier mal. So. Nein, geht noch nicht. Oder? Nee, da geht noch ein Level. So wie es aussieht. Na, 18 Rationen. Immerhin können wir einen Tag überleben. Und wir können uns jetzt hier nochmal umsehen. Was ich auch gleich tun werde. Meine Gefährten stehen mir hier wieder zur Seite. Ich befreie erstmal den da hinten auf seinem Käfig, der ist schon befreit. Na, machst du Platz, Boindil? Ich quatsch mal mit dem. Ich habe gesagt, ich quatsch mal mit dem. Und da können wir... Wer ist Kastru? Kasturs. Vielleicht der Nachtmahr. Also Nachtmahr diese Pferde. Denn der Albe wahrscheinlich. Oder? Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt. Und ein fremdartig aussehendes Schwert. Ja, das sieht aus... Wie ein Säbel, oder? Wie so ein Elbensäbel. Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt. Und ein fremdartig aussehendes Schwert. Ja, du such doch mal diesen Rucksack, oder? Ah ne, das ist der Kasdur. Und Kasdur. Okay, tut mir leid. Ich dachte... Ah, da hinten ist das Alchemielabor. Da muss ich dann nochmal hin. Da steht auch schon die richtige Person. Die Gefahr ist vorbei. Ein für alle Mal. Jetzt hat der Horror endlich ein Ende. Und du kannst gehen. Außer du willst dich vielleicht uns anschließen. Dann sind wir schon 12. Ich glaube, ich muss zum Labor. Aber ich gucke mich trotzdem in der Ecke hier nochmal um. Auch nochmal da oben. Auch hier die Leichen im Käfig.
Sind das alles Zwerge? Das sind wohl einige der vermissten Dorfbewohner. Du fragst dich, ob die Allbäer sie zum Spaß oder durch ihre Experimente getötet haben. Du hoffst, dass sie nicht lange leiden mussten, auch wenn du es wohl besser weißt. Das ist immer so traurig. Mittlerweile sehen wir nur noch so triste, schwarze, neblige Gegenden. Gar nicht mehr das Heitere vom Anfang. Aber naja, das entwickelt sich ja zu einer epischen Story und zu einer epischen Story gehört doch immer sowas dazu. Hier ist nichts mehr, oder? Sehe ich irgendwas meiner Aoi klein ein? Dann mal hier hinten zum Labor. Das ist wohl das Wichtigste hier. Vielleicht erfahren wir da wirklich was über den Drang. Wie heißt die nochmal, die Gute? Ich vergesse den Namen immer. Giralda. Genau, am liebsten würde ich die so eine Entziehungskur, in so eine Entziehungskur schicken. Und dass die dann wieder heil zurückkommt. Oder einfach so einen kalten Entzug, ne? Aber ich glaube, das tut ihr nicht gut, das tut unserer Gruppe nicht gut und dem Spiel auch nicht. Deswegen schaue ich mir mal das Alchemielabor an. Behälter? Die Behälter sind mit Blut gefüllt. Uah. Es wirkt dünner und riecht süßlicher, als es sollte. Vermutlich haben die Albe etwas damit gemacht. Entweder für ihre Tränke oder um es als Farbe zu benutzen. Ich will's gar nicht wissen, für was. Auch ohne dich mit diesen Dingen auszukennen, erkennst du ein Labor, ähnlich derer, die du in Lodionans Stollen gesehen hast. Nur scheint dieses Labor transportabel zu sein, sodass man es auf Reisen mitnehmen kann. Auch ohne dich mit diesen Dingen auszukennen, erkennst du ein... Wieso können wir das nicht durchsuchen? Betrachten, wir können es nur betrachten, sonst nichts. Unser Weg können wir auch nicht fortsetzen, ist wieder so eine Adventure-Sache hier. So ein bisschen. Finde ich aber immer gut, dass es auch mal so ruhige Stellen gibt im Spiel, wo man ein bisschen was erkunden kann, ein bisschen erforschen, ein bisschen Rätsel lösen. Können sie ruhig öfter bringen. Vielleicht können wir uns mit Giralda nochmal unterhalten. Hier konnten wir auf jeden Fall noch was ansehen. Betrachte den toten Alb. Ich bin dran vorbeigelaufen. Oder nee, wir sind aus der anderen Richtung gekommen, glaube ich. Der Alb wurde geköpft. Er ist tot und selbst das tote Land wird ihn nicht dazu bringen, wieder aufzuerstehen. Das ist er. Ich erinnere mich wieder. Er zwang mich dazu, einen neuen Trank zu trinken. Und dann... Daher bekam ich meine Kräfte. Ich tötete ihn und lief davon. Beim genaueren Hinsehen erkennst du in der Hand des Alps einen kleinen, zusammengerollten Zettel. So, und was steht drauf? Ein Rezept. Wenn ich raten müsste, vermutlich für Giraldas Trank. Hier stehe ich wahrscheinlich vor der Wahl, ob wir das zusammenbrauen wollen. Oder ob sie einen kalten Entzug macht, ne? Vielleicht finden wir hier irgendwo die Zutaten. Und dann können wir es im Labor da brauen. Albische Experimente. Auf irgendeine Weise haben die Albe einen Teil ihrer unheimlichen Fähigkeiten auf Giralda übertragen. Unbeabsichtigt haben sie ihr sogar die Fähigkeit verliehen, anderen ihren Willen aufzuzwingen. Das macht sie zu einem der gefährlichsten Geschöpfe des geborgenen Landes. Ich würde aber gerne mal wissen, was in dem Rezept drin steht. Oder können wir jetzt einfach das Magielabor da hinten verwenden? Das Rezept für Giraldas Trank. Das ist ein Trank. Aber egal. Eine Fiole. Die können wir vielleicht erst da hinten befüllen. Können wir auch machen. Okay, wir versuchen es einfach mal. Du kannst mit den vielen Gerätschaften und Zutaten nichts anfangen. Aber für Andokai als erfahrene Mager und Alchemistin sollte es ein leichtes sein, Giraldas Trank zu brauen. Jetzt bin ich gespannt. Es ist vielleicht nie schlecht, diesen Trank dabei zu haben. Ihr wollt die Nacht nicht inmitten der Toten verbringen und schlagt euer Nachtlager ein Stückchen entfernt auf. Zusammen mit Andokai und Namora entzifferst du das Rezept für Giraldas Trank. Alles in allem sind die Gerätschaften und der Prozess nicht schwer zu verstehen, wenn auch etwas fremd. Und die Zutaten sind selbst für mich gewöhnungsbedürftig.
Dieses schwarze Wasser und Elbenblut unter anderem. Das ist es, was Giralda ihre Kräfte gibt? Andokai nickt. Das gibt ihr ihre Kräfte und macht sie gefährlich. Was wird sie tun, wenn der Trank aufgebraucht ist und sie vom Durst in den Wahnsinn getrieben wird? Sie könnte mich dazu zwingen, ihr mehr und mehr von dem Trank zu brauen und das dazu nötige Elbenblut zu beschaffen. Andokais Augen durchbohren dich. Ich kann ein Gift mischen, das genauso aussieht wie ihr Trank. Sie vertraut dir, Tungdil. Wenn du es ihr gibst, wird sie es trinken. Und wir würden eine unkontrollierbare Gefahr vom geborgenen Land fernhalten. Ich töte sie nicht so einfach, oder? Das wäre hinterrücks. Das wäre nicht korrekt. Aber wir können... Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Wie würdet ihr euch denn entscheiden? Würdet ihr sie wirklich das Gift trinken lassen? Oder den Trank? Oh Gott, dann ließen wir jetzt gleich eine Pause machen und erstmal drüber nachdenken. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Das heißt, ich entscheide mich jetzt hier live in dieser Folge. Und zwar... Genau, das ist Mord. Für den Trank. Das ist immer noch Mord. Egal, was für eine große Gefahr von ihr ausgehen mag. Sie hat sich ihre Kräfte nicht ausgesucht und verdient es zu leben. Andokai schüttelt enttäuscht den Kopf, beginnt zu deiner Überraschung aber ohne ein weiteres Wort mit der Arbeit. Nach 2 Stunden kommt Andokai zu dir und hält dir 2 Fiolen hin, die genauso aussehen wie Giraldas. Ich bleibe bei meiner Meinung, Tungdil. Erkenne, wie groß die Gefahr ist. Die linke Fiole ist der Trank, in der rechten ist das Gift. Andokai drückt dir 2 Fiolen in die Hand. Entscheide weise. Bevor du etwas sagen kannst, hat sie sich bereits weggedreht und marschiert schnellen Schrittes zu Jerun. Tungdil, ist der Trank endlich fertig? Dir gelingt es gerade noch, die Fiolen vor Giralda zu verbergen. Ja, hier ist der Trank, sicher, hier ist der Trank. Oh Gott. Nee, das Gift gebe ich ihr nicht. Das tue ich nicht, wir sind keine Mörder. Wir sind Tungdil, ein einfacher Schmied. Nee, ich kann ihr das Gift nicht geben. Egal, was dann auch passiert, wenn sie über uns herfällt oder uns töten möchte. Ich bin ehrlich, ich gebe ihr den Trank. Ja, hier ist der Trank. Du gibst Giralda den echten Trank und sie nimmt gierig einige große Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich? Oh, was ist das? Es brennt! Du hast mich vergiftet? Du starrst auf die 2. Fiole in deiner Hand, dann auf das schmerzverzerrte Gesicht der Zwergin. Mit einem letzten schmerzerfüllten Schrei bricht Giralda vor dir zusammen. Als die anderen herbeigeeilt kommen, stehst du noch immer starr vor Schock da. Sie ist tot. Bring sie weg. Ohne sich um die Proteste der anderen zu kümmern, folgt Jerun ihrem Befehl. Andokai nimmt dich an der Schulter und zerrt dich ein Stück weg. Du hast ihr also den Trank gegeben. Das dachte ich mir. Ihr habt sie vertauscht. Wie konntet ihr? Du fühlst dich betrogen und Wut steigt in dir auf. Oh Mann! Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen. Aber ich bin immer noch eine der 6. Ich habe lange Jahre über mein Reich geherrscht und viele schwere Entscheidungen getroffen. Diese gehörte nicht dazu. Sie war das Produkt albischer Experimente und hätte zu einer ebenso großen Gefahr fürs geborgene Land werden können wie Not-On. Aber vielleicht hätten wir... Wir hätten... Du glaubst, im Gesicht der Maga Bedauern zu erkennen. Doch ohne ein weiteres Wort lässt sie dich stehen. Zum ersten Mal seit langem fühlst du dich wie der dumme, naive Schmied, der vor Ewigkeiten den behaglichen Stollen in Ionanda verlassen hat. Oh Gott. Wir haben sie getötet. Ich wollte das nicht. Ihr müsst mir glauben. Diese Andokai hat den Trank vertauscht. Oh nein. Oh Mann. Oh Gott. Ich bin gerade ganz schön geschockt. Wir hören jetzt gleich auf mit der Folge. Gott, ich sag euch schon mal Tschüss. Wir lassen das erstmal so gespeichert. Ich hänge vielleicht erst nochmal kurz dran, was passiert wäre, wenn wir den anderen dran gegeben hätten, wenn wir tatsächlich vorhätten, sie zu vergiften. Was dann passiert wäre. Und ich überlege mir fürs nächste Mal, was wir tun. Genau. Ob wir sie wirklich vergiftet lassen oder ob wir... Ich weiß es nicht. Ich werde das nächste Mal das abklären.
Wir schauen. Ich bin ganz aufgewühlt. Ich bin wirklich aufgewühlt. Ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode von Die Zwerge dann. Ciao.